Einen wunderschönen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in die gemütliche Spaßrunde, Zockerrunde von LSMT. Heute Abend wieder mit dabei ist Gerd, moin, Hallo. der Johnny. Moin. Ja, um meiner eigentlich Wenigkeit, ne? Ja. Der Tommy, der ist heute leider abwesend aus familiären Gründen. Aber wir schaffen das schon. So, was haben wir jetzt in der Zwischenzeit alles gemacht? Wir haben das Feld fertig gemacht, die Mission abgeschlossen. Und jetzt fahre ich zum Bergfruchthandel und verkaufe das ganze Raps, damit wir mal wieder ein bisschen Geld reinkriegen, dass wir mal ein bisschen weiterkommen. Gerhard ist immer noch am Sehen. Wie? Jawohl, Sehr schön. beste Und dabei, der Hafer genau, wird Hafer war das. ausgebracht. Genau. Johnny hat schon wieder eine neue Mission. Und zwar die Feld 20 Feld ist das. 20. Genau. Mohn ist drauf. Und das Ganze geht wieder zum Logistikcenter. Wir kommen da gleich hin. So, dann will ich mal zum Bergfruchthandel hinfahren. So. Jo. Und Gerhard, läuft es? Perfekt. Ja, super. Perfekt. Ich habe So. einen kurzen Weg zum Hof, zum Auftanken. Ja. Das Feld liegt ja direkt neben dem Hof. Richtig. Das ist, ja, für den Beginn ist das ideal. Jo. Schon. Klappt das ja. Ja, so kriegen wir wenigstens dann auch schon gleich mal ein bisschen Stroh. Naja, gut. Muss erst noch wachsen. Ja, wenn wir das abernten, ne? Kann ja auch sein, dass wir zwischenzeitlich schon mal Gras machen können. Wollen wir Die das Sonne. als Silage machen oder als Fahrsilage oder Ballensilage oder wie wollen wir das? Müssen wir mal gucken, wie viel da reinkommt. Ich sag mal, das Gras wächst ja relativ schnell. Ja. Dass wir erstmal Silage machen, weil Ja. die braucht auch eine Weile, bis sie dann durchläuft. Und bis dahin haben wir vielleicht die Wiese wieder so weit, dass wir wieder mähen können. Und dann haben wir auch Gras. Jo. Wäre jetzt so mein Plan. Das. Jo, dann würde ich mal sagen, dass wir den Fermenter voll machen. Ja, zumindest das, was wir an der Wiese Nummer 30 Richtig. runterkriegen. Ja. So groß ist sie ja leider nicht. Warte mal. Feld 30, da ist sie beim Viehhändler. Nö, so groß ist sie ja gar nicht. Obwohl, das könnten wir ja eigentlich mal umbauen, wenn wir mal mehr Felder haben. Dass wir dann eventuell Feld 22 als Gras nehmen. Ja, wobei ich glaube, dass auch wenn das eine kleine Wiese ist, dass das schon reichen könnte. Ja, oder Feld 35 ist nicht so groß. Weil 34 ist auch schon wieder groß. Lass uns erstmal gucken, was wir von Feld 30 runterkriegen. Richtig. Und im Moment fehlen uns sowieso die meisten Sachen noch für die Ja, Kühe. das stimmt. Deswegen haben wir da, glaube ich, Ja, ein bisschen Schmerz. erstmal reicht es. Da hast du recht, Ja, ja. eben. Aber ich meine, wenn wir jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kühe da reinpassen. Das ist ein großer Stall. Ich glaube, da passen 2000 rein. Dann Ja. brauchen wir natürlich eine größere Wiese. Das ist klar. Ja, ich meine so, erstmal reicht es ja. Und dann gucken wir mal. So. Fruchtberghandel, wo ist er denn hier überhaupt? Außenlager.
Fletcherei. Egal, lassen wir uns überraschen. Jo. Und wie ist das Wetter so bei euch gewesen heute, Gerhard? Oh, schöner Sommertag. Ja, und bei euch, Johnny? Ja, ja, bei uns auch. War super. Ja, siehst du. Dann passt das ja. Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt da an Raps an Geld rüberkommt, weil Raps war Bergfruchthandel 1200. Ja, eigentlich müsste doch gut was kommen, oder? Eigentlich schon, ne? Ja. Ja, gut, ich fahre jetzt mit 9 km/h die Schräge hoch, ne? Ja, ist schwer mit die zwei Hänger, ne? Ja, ja. So, ich muss jetzt noch einmal auftanken und dann könnte ich beim Abfahren unterstützen. Wie voll bist du jetzt? Ich hab 71%. Okay. Bist du mit meinem Unimog unterwegs? Nein. Oder hast du umgehängt? Ich habe einfach den Anhänger von deinem hinten dran gehängt. Ah, okay. Deiner müsste jetzt in Halle, Parkplatz Halle 1 Nord sein. Mhm. Eigentlich. Ich habe ja eine ganz verrückte Idee jetzt gerade, ne? Oh mein. Wir haben ja die Cargo-Liner, ne? Hm? Da kannst du ja ganz viele Anhänger dran. So, 7 km/h. Wenn man da jetzt mal so just for fun einfach mal so 5-6 Anhänger hinten dran hängt. Ja, dann kommst du gar nicht mehr hoch. Ja gut, dann müssen wir eventuell mal einen Trecker davor hängen. Ja, wir können, oder einen zweiten Unimog hinten dran zum Schieben. Das kann auch passieren. Hey, das haben wir noch gar nicht gemacht. Haben wir Abschleppstangen drauf? Nein, ich glaube nein. Für sowas bin ich jetzt zu haben, ne? Hm. So, ich bin jetzt gleich voll. Ich nicht. Mal gucken. Ich suche noch eine Abschleppstange. Hey. Aber, Gerd, das ist eine verdammt gute Idee. Vielleicht könnte man das ja in die Kommentare schreiben, was die anderen davon halten. Vielleicht wird das ja was. Weißt du, so 5, 6, 7 Anhänger und dann vorne Unimog, hinten Anhänger. Hinten am Unimog. Das ist eine geile Idee. Dann mache ich Folgendes. Dann meldest du Urlaub an. Nee, ich komme jetzt gerade mal, ich gehe gerade zum Hof. Und komm mit ich war hier mit Tommy sein mal, wa? Da lade ich schon mal ein bisschen was ab. Ja, ist gut. Ach, steht er da? Ja. Ja, der ist. Steht ja am Hof. So, oder so. Hätte ich jetzt auch. Den hätte ich jetzt auch genommen, aber. Achso, wolltest du kommen? Ja. Oh Gott, hoffentlich passt das weil hier. Jenny ist ja noch einen halben Tag unterwegs. Nein, gar nicht. Bin ich gar nicht. Hast dich nicht verfahren? Nein. Mhm. Ich hab's Nüvi genommen, aber ob ich hier drauf kann mit 2 Anhängern. Hm. Hast du 2 Anhänger? Ja. Ach so. Ach, deswegen. Ja. Katsching!
Oh, da, da trällert was auf unserem Anfang, da läuft das ja noch, ne? Aber wenn man jetzt bedenkt, wenn die ganzen, wenn wir Produktionen dazu haben und Tiere, dann brauchen wir noch mal ein paar mehr Leute, ne? Jo, das wäre ganz gut. Ja. Ich sag mal, wir haben ein paar auf der Warteliste. Ja. Das ist richtig. Dann mache ich mir mal noch keine Sorgen. Nö, das ist richtig. Außer Vollbeschäftigung für alle, die da sind, ist doch auch gut. Ja, klar. Das ist richtig. So, letzte Bahn, dann bin ich fertig. Was? Du bleibst jetzt da, ich komme jetzt extra zu dir. Wie, du kommst zu mir? Ja, dann kannst du dann Schluss. Du kannst die letzten zwei Bahnen fahren, oder? Ja, die waren immer kleiner. Ja, das reicht mir ja. Wieso Janine, nicht? Du kommst immer zu spät. Gestern beim Shoppen bist du auch zu spät gekommen. Ja, ja. Mhm. Ah, wo bist denn du jetzt? Bei 22. Ja, wo? Auf der Seite zu Feld 23. Ach, da hinten. Ich komm mal rüber. Ja, komm. Ah, der hat auch so eine Asthma-Hupe. Ach scheiße, ich bin jetzt so übers Feld gefahren. Ja. Ja. Hallo, Gerhard. Hallo. So, wolltest du noch den Schluss machen? Ja, wieso ist der so blau, der PKW?
Wieso ist der blau? Ja, wieso? Genau. Schönes Blau. Navy Blau. Das ist schön. Das gefällt mir. Wieso will jetzt wieder mein VCR nicht? Jetzt aber. Ja. Nee, mal gucken. Schauen wir mal. So, ich werde jetzt noch diese Bahn und die nächste mal eben schnell abreißen. Dann wird die Folge mal eben 1-2 Minuten länger. Machen Kohlen und auch nicht mehr fett. Dafür macht es ihm halt so viel Spaß. Gelle. Jo. Genau. Ich mach mit einem kleinen Spritztuch. Hast du voll getankt, den Pinter? Kann sein. Mhm. Ach, ich tue nicht. Ja, ja. Ja, moin. So. Auch der Felsen ist aber auch schön, ja, doch. Lass dich gut fahren. Ja, der hat wenigstens noch ein bisschen Leistung, ne? Ja, im 17er bin ich dann unheimlich gerne gefahren. Ja, ich auch. Achso, es kam die Frage vorhin auf, Gerhard, wegen Class DLC. Ob Class wir das, das noch draufnehmen können. Weil das haben wir jetzt... Nicht? Doch, eigentlich wohl. Warte. Ich glaube nämlich doch. Warte, ich schau mal. Ja, doch, ist drauf. Da siehst du. Ja, passt das ja. Wieso, wer hat da gefragt? Johnny. Oh, Glas hier ziehen. Ja. Dein ist doch alles super. Ja. So, das Feld ist jetzt fertig. Dann fahre ich mal zum Hof zurück. Ich bin auch gleich wieder frei, ich habe schon 86%. Ja, super, läuft. Okay. Ich komme da gerade mal zur Unterstützung. Jo. So, ihr Lieben, wie die Unterstützung dann abläuft. Der ist ja voll. Ob Gerhard dann noch hinkriegt, den wieder leer zu machen. Wer weiß, wer weiß. Das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, die drei lustigen von Alice Mapping Team wieder on Tour. Wenn ihr bei uns mitmachen wollt, ob jetzt als Mapping Team oder zum Mitspielen, kommt einfach vorbei bei uns im Discord. Sprecht uns einfach an. Schreibt es in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Vielleicht habt ihr ja auch noch gute Vorschläge, was wir machen können. Schreibt es einfach rein. Und wir werden auf jeden Fall die Kommentare durchlesen. Ob positiv, ob negativ, egal. Wir lesen alle. Gut, ihr Lieben, das war es dann für heute mal wieder. Ne, in diesem Sinne, wie immer, schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr das anguckt. Ne? Und nicht vergessen, schönen Däumchen da lassen. Ne? Gut, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Ich sag schon mal tschüss. Ja. Tschüss. Bis dann.